Ja, hallo, mein Name ist Manuel Baum, Teamchef von der Spielvereinigung Unterhaching. Also in dem Film geht es heute um zwei Begrifflichkeiten, einmal das Thema Grundordnung und einmal das Thema Spielsysteme. Bei den Grundordnungen werden wir nachher im Film sehen, dass es offensive und defensive Grundordnungen gibt. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Grundordnung zu wählen, zum Beispiel 4-4-2 flach, 4-4-2 mit Raute, 3-5-2, 4-1-4-1 oder 4-2-3-1. Das Spielsystem unterscheidet sich zur Grundordnung, wie wir nachher auch im Film sehen werden. In der Hinsicht, sobald der Ball nach rechts oder nach links gespielt wird, kommt natürlich die Defensive, aber auch in der Offensive ins Verschieben. Und dementsprechend spricht man nach dem Verschieben oder während des Verschiebens vom System. Treffen zwei unterschiedliche Grundordnungen und dann daraus resultieren zwei unterschiedliche Systeme aufeinander, gibt es eigentlich zwei große Problemfelder. Man muss vergleichen das Verhältnis der Spieleranzahl und die Raumgegebenheiten, die vorhanden sind. Das heißt, trifft ein 4-4-2 flach auf ein 4-2-3-1, hat man im Zentrum Überzahlsituationen und diese Überzahlsituationen gilt es dann, und das werden wir nachher im Film auch sehen, durch das Spielsystem so zu verändern, dass man im Zentrum eventuell auf Gleichzahl kommt und außen dann eventuell Überzahlsituationen kreiert. Die zwei zentralen Begrifflichkeiten bei Grundordnung und Spielsystem sind zum einen das Spielerzahlenverhältnis und einmal die Raumgegebenheiten. Ich werde euch nachher in den einzelnen Videosequenzen dann zeigen, wie die einzelnen Spielsysteme voneinander abhängen, beziehungsweise wie dann die Raumgegebenheiten und die Spielerzahlenverhältnisse sich verändern und wie man im Training, egal welches System man selber wählt und gegen welches System man dann eben spielt, wie man da agieren muss, um mindestens eine Gleichzahl zu erzeugen in der Defensive und in der Offensive natürlich Überzahlsituationen zu kreieren, damit man einfacher zum Torabschluss kommt. So, ich wünsche euch jetzt viel Spaß und Erfolg mit dem Film und ich bin mir sicher, dass ihr durch diese Hilfestellungen, die im Film zu sehen seid, eure Mannschaft in den einzelnen Situationen verbessern werdet und dadurch die Wahrscheinlichkeit steigt, Spiele zu gewinnen.